Oh, ist es dunkel geworden oder sieht das gerade nur so aus? Nee, ich glaube, das sieht nur so aus. Und ihr habt das jetzt wahrscheinlich nicht mitgekriegt, weil ich die Ladezeiten rausschneiden werde. Die sind extrem lang. Also muss man jetzt mal sagen. So, das ist also die Garage. Kassettenband, Garagenöffner. Oh, hi. Wer bist du denn? Na komm. Kann man da noch mal wie bei den anderen Silent Hill Teilen drauftreten oder ist er jetzt ganz tot? Das will ich hoffen, auch irgendwie ein bisschen Wolverine. So, hier ist die Garage und da liegt ein Stahlrohr, sehr schön, kennt man auch eigentlich aus allen Silent Hill Teilen. Glaube ich. Was liegt hier? Angriffe aufladen und Kombos. Starke Angriffe lassen sich aufladen, um mehr Schaden zu verursachen, indem du die Taste für schweren Angriff gedrückt hältst. Ah, okay. Aufeinanderfolgende schnelle Angriffe, die von einem starken Angriff gefolgt werden, können zu ununterbrochenen Angriffen werden, die als Kombos bekannt sind. Gut, dann will ich doch mal hoffen, dass ich das im Laufe der Zeit auch hinbekomme. Da ist Benzin. Mit dieser Waffe kann ich das nicht aufbrechen. Ach so, dann brauchst du wohl das Stahlrohr. Benzinbehälter, sehr schön. Jetzt würde ich aber... Ja, komm her. Jetzt wollte ich gerade sagen... Alter, au. Ich sehe hier gar nichts. Hui. Ich wollte eigentlich gerade sagen, ich würde jetzt gerne hier durch das Loch gehen. Und ich hoffe, das ist eine gute Idee. Oh, ein Spielplatz. Und Kinderstimmen. Und eine Zeichnung, ein Junge oder ein Mädchen oder was auch immer auf einer Schaukel. Also so Spielplätze im Nebel können schon ganz schön gruselig sein, finde ich. Können wir hier vielleicht, können wir da drauf? Oh, das wäre so lustig. Oder auf dieses Ding hier. Ich weiß noch, wie Dad mich darauf so wild drehte, dass ich mich übergeben musste. Och. Das ist aber nicht nett. Ach, sieh mal eine an. Was ist das denn? Eine große Spinne, die im Park neben meinem Armeespielzeug auftauchte. Da wird sich der George aber gefreut haben, wenn der doch Spinnen so gerne mag. So, wir können jetzt. Ach so, wir können nur hier durch. Hey, ich bin gerade ganz alleine. In einer dunklen Gasse. Ey, haust du mal zu? Haust du mal zu? Hau zu, habe ich gesagt. Boah, die Biester sind aber echt blöd. Ich möchte gerne mehr Gesundheitsdrinks. Es wäre echt schön. Was ist hier? Irgendein Truck. Der Benzintank ist offen. Es sieht so aus, als ob jemand etwas Benzin ausgeleert hat. Ach so, müssen wir jetzt hier unseren Kanister. Ach, der ist natürlich leer. Klar. Viel war nicht übrig, aber damit sollte ich den Generator starten können. Das ist ja super. Da geht's nicht weiter. Kommen wir hier nach oben? Ja, wir kommen nach oben, aber das hat uns rein gar nichts gebracht. Okay. Aber schön, dass wir es mal ausprobieren durften. Sehr nett.
Ich hätte jetzt hier gerne meine Ruhe. Bitte nicht noch mehr von den blöden Viechern. Gut, die hier leben nicht mehr. Das ist sehr schön. Dann werden wir doch jetzt mal den Generator da zum Laufen bringen. Also ganz ehrlich, die Ladezeiten sind sowas von krass. Und ich habe ja einen guten Rechner. Also frage ich mich, warum das so lange dauert. Ich werde die nächste mal drin lassen. Sofern ich das nicht vergesse, dann könnt ihr euch das mal antun. Nur mal so, falls es jemanden interessiert, wie lang die denn wirklich sind. So, gefüllter Benzinbehälter. So, jetzt können wir hoffentlich hier rein. Okay, wo kommen wir jetzt raus? Auf der anderen Seite? Oh, die hat einen Hund. Sehe ich das richtig? Hey, wo ist denn der Hund? Schuki oder Suki? Nee, wahrscheinlich eher Schuki. Ich weiß nicht. Ach, wir sind jetzt im Garten und ich habe doch gerade einen Hund bellen gehört, oder? Ah, ich höre hier überall Hunde bellen. Hilfe! Was sind das für Geräusche hier? Hallo, das macht mir gerade echt Angst. Wo ist der Hund? Wo ist der denn? Da ist noch eine Zeichnung. Zeichnung erhalten. Okay, auf dem Spielplatz. Und überall unter der Erde sind Leichen. Wo zur Hölle ist denn der Hund? Oh, wahrscheinlich genau hier hinter, ne? Aber ich möchte erstmal gerne gucken, ob ich von hier ins Haus komme. Ach, das ist die Lampe. Ich dachte gerade schon, ist der Grill irgendwie an? Das ist also die Küche. Und das sieht so aus, als wäre das ein Anrufbeantworter. Es ist unser AB, das Band fehlt. Okay, dann legen wir die doch mal ein, die Kassette. Okay. Der Vater hat also den Josh definitiv bevorzugt und ihm gesagt, er will doch nicht wohl so wie Alex werden. Vielleicht deshalb auch überall die Fotos, die fehlen von ihm. Was ist im Kühlschrank? Gesundheitsdrink. Ah, super. Im Spülbecken ist viel Geschirr, der Gestank ist schrecklich. Warum hat Mom nicht geputzt? Ja, die ist irgendwie auch total durch den Wind, oder?
Ich brauche eine andere Waffe, um die Bretter zu zerhacken. Gut, die haben wir leider noch nicht. Das Schloss ist natürlich kaputt. Und hier sind wir. Was ist das denn? Ach so, das sah gerade aus, als wären das Beine hier bei der Lampe, okay. Ein Speicherpunkt wäre jetzt mal wieder schön. Aber es ist hier ein Nähzimmer von der Mutter. Das ist Moms Nähmaschine, damit hat sie unsere Kleidung gemacht. Manchmal verbrachte sie den ganzen Tag hier, um Kleider zu flicken oder für die Damen der Stadt Sachen zu nähen. Okay. Moms Nähbücher. Das Schloss ist anscheinend defekt. Gut. Ach, da würden wir wahrscheinlich in den Flur wiederkommen, wenn diese Tür denn offen wäre. Sag bloß, ich muss jetzt da draußen zu dem Hund. Na dann, was steht da auf, was ist denn da auf dem Zaun? Das ist Joshuas Rucksack, da ist ein Foto drin. Das sieht nach einem Foto aus Dads Jagdzimmer aus, aber wie ist Joshua da reingekommen? Oh, der arme Hund. War das, hat der Vater den Hund? So, jetzt ist wieder eine Ladezeit, die werde ich jetzt wahrscheinlich mal drin lassen, damit ihr das mal seht. Hat der Vater den Hund zerstückelt? Wie krass und warum? Ja, gut, wir werden es vermutlich irgendwann erfahren, irgendwann, wenn diese Ladezeit mal vorbei ist. Nach dem erfolgreichen Ausweichen können Sie einen Gegenangriff ausführen, indem Sie eine der beiden, ja, gehen Sie nach einem Treffer zu Boden, also echt diese Ladezeiten. Und jetzt sag bloß, nach dieser ewig langen Ladezeit hat sich mein Spiel aufgehangen. Nein, zum Glück nicht. Ich dachte es gerade schon. Ich möchte nicht zu dem Hund. Ich meine, der ist ja zerstückelt, aber wir alle kennen ja Silent Hill. Örtliches Zugangstor. Hier ist eine Nachricht. Zutritt für Unbefugte verboten. Übergriffe können strafrechtlich verfolgt werden. Na dann, nichts wie rein, ne? Okay, es ist verschlossen. Ist hier irgendwo mal ein Speicherpunkt? Das wäre super. Karte... Ach, wir sind auf dem Friedhof. Okay, wir sind auf dem Friedhof und ich höre einen Hund bellen. Wie nett, dass man sich hier noch hinsetzen kann. So schön. Sieht so aus, als sei dieser Baum schon lange tot. Hundi, ich höre dich. Oliver Hall starb am 6. November 1875 im reifen Alter von 62 Jahren. Erica Hall starb am 23. Januar 1870. Moment, das war 1870 und das war 1875, okay. Hehehe, ich höre hier was. Ich bin aber auch echt ein Schisser, muss man sagen. Colin B. starb am 20. Januar 76 vor seiner Zeit mit 32 Jahren. Hier liegt Norwood. Norwood. Keiner lacht, keiner weint. Wohin er geht, wie es ihm geht, keiner weiß es, kein kümmert's. Okay. Roxy N. Rigby, 24. November 1820. 16. Januar, oh Gott, Liebe ist ewig und kann nie erzwungen werden. Ach so, nee, das waren ja 42 Jahre. Okay, ich dachte gerade schon. Pat Davenport. Jetzt können wir dich nichts mehr fragen. What's that guy doing?
Ja, was macht der Typ? Der schaufelt das Grab aus, der Totengräber. Wozu hebt der Kerl Gräber aus? Ich weiß nicht, vielleicht ist es sein Beruf? Warum spricht er ihn nicht einfach an und sagt, hey Alter, was machst du da? Das war ja wohl sowas von klar. Was ist jetzt los? Das Bild friert ein in der Szene. Was ist das denn jetzt? Hilfe? Na komm. Blöder Köter. Mann. Bluthund im wahrsten Sinne des Wortes. Der Totengräber schaufelt immer noch. Dieser Brunnen wurde Charlotte Borden gewidmet, zur Erinnerung von ihren lieben Eltern. Plötzlich aus dem Leben gerissen, geboren, der Rest unlesbar, Alter 8 Jahre, oh Gott. Darunter ist noch eine Inschrift. Untrennbar und doch getrennt, 2 Hälften der gleichen Person an 2 Orten, nun für immer getrennt. Sonderbare Steinplatte. Okay. Ach, hier kommen wir hoch. Das ist sehr schön. Höre ich hier noch mehr Hunde? Ich würde jetzt gerade echt gerne speichern. Was war das? Bartlett. Bartlett, das war doch der Bürgermeister. Das haben wir doch am Anfang gelesen, als wir in die Stadt kamen. So ein Gesundheitstrink. Ist ja echt ein riesiger Friedhof, so wie das jetzt aussieht. Vorhängeschloss, okay. Auch ein Vorhängeschloss. Da auch. Gut, ich glaube, wir müssen hier durch das große Tor. Ich möchte hier nichts übersehen. Da können wir rein. Wir können auch hier rein. In Erinnerung, ich höre schon wieder einen Hund. Gestorben am 14. September 1918. Mary Elizabeth. Ach, da ist ein Speicherpunkt. Wow, supi. Sehr schön. Ist das Bild jetzt schon wieder eingefroren? Was ist los? Ah, jetzt geht's. Gott sei Dank. So, speichern wir mal hier.